Genau, wir kommen gleich weiter zur nächsten Gruppe und ich darf auf die Bühne bitten Jan, Julian, Marco, Tobias und Yannick mit ihrem Projekt GasDB. So, hallo, herzlich willkommen. Wir möchten euch heute unser Projekt vorstellen, und zwar GasDB. Das war unser Wochenprojekt jetzt über dieses Wochenende. Und was es ist, werde ich jetzt euch mal erklären. Ganz grob gesagt, es soll eine Webseite sein, beziehungsweise es ist eine Webseite, die eine Datenbank enthält mit sehr vielen verschiedenen Tabellen, wo man öffentliche bzw. umweltliche Daten empfangen kann bzw. einsehen kann. Wie wir das Ganze über das Wochenende gemacht haben, wird euch jetzt der Jan erzählen. Wir haben Daten von einem USB-Stick, von einer Drohne, also werden die bekommen. Bisher haben wir nur Dummy-Daten. Die werden dann in eine JSON-Datei eingefügt, welche durch ein Python-Skript mit einem Flask-Server an HTML weitergegeben werden und dann mit Chart.js in einen Graphen umgewandelt werden, also mehrere Graphen für verschiedene Abgase. Ja, und wir drei haben uns vor allem damit beschäftigt, die Webseite zu programmieren. Hier haben wir angefangen mit einem Dropdown-Menü, in dem man jetzt erstmal bei Home sehen kann, was unsere Idee war und auch kurz, wie wir die Daten dann sammeln. Dann bei den Daten. Sieht man einen kleinen Einblick in die Daten, die wir dann gesammelt haben. Und also jetzt sind keine gesammelten Daten, sondern halt irgendwelche random Daten. Aber ja, bei den Bildern waren wir ehrlich gesagt noch nicht so weit, da kommt noch was. Also jetzt gerade ist da unser Logo drin und da kommt dann noch ein Gruppenfoto von uns rein und vielleicht noch welche von der Drohne, von Orten, wo man dann die Informationen sammelt oder was auch immer. Außerdem haben wir ein Impressum gemacht. Da kann man sehen, wer die Webseite gemacht hat und auch hat einen Ansprechpartner. Außerdem haben wir Links gemacht, wo man die Drohne kaufen kann und wo man die Sensoren kaufen kann. Wenn euch jetzt dafür interessiert, haben wir einen QR-Code hier für euch bereitgestellt. Könnt ihr gerne scannen, dann kommt ihr zur Webseite und könnt euch alles gerne angucken. Kleine Nebennotiz, ihr müsst aufpassen, der Server ist zurzeit noch lokal. Das können nur Personen, die hier im Raum sind, können diesen Code zurzeit scannen. Wir arbeiten im Moment noch an der Domain, aber das dauert noch. Ja, ganz lieben Dank euch. Genau, da ist auch wieder ein Aspekt der Hackerin-Ethik dabei, nämlich offene Daten nützen. Das ist immer gut, dass ihr mit offenen Daten... Oh, ich falle auseinander. Danke. Mit offenen Daten offen umgeht. Entschuldigung.